Hallo miteinander. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Tag und ich begrüße euch hiermit recht herzlich zu einem neuen Video von Kryptovergleich. Die ICOs waren im Jahr 2017 die ganz großen Stars. Sie haben eine Startkapitalsumme von insgesamt 6 Milliarden Euro einnehmen können. Nur leider waren geschätzt 80% dieser ICOs Betrugsfälle. Bei einem ICO verwendet man Tokens und Coins fürs Crowdfunding. Hier hat man als Käufer die Möglichkeit, eine bestimmte Anzahl an Kryptowährungen gegen eine bestimmte Anzahl an Token zu tauschen. Bei den Kryptowährungen handelt es sich hier in der Regel um Ethereum oder Bitcoin. Es ist fast ähnlich wie beim Aktienmarkt. Beim Aktienkauf hätten Sie nämlich zusätzlich noch Rechte und Pflichten, wie beispielsweise das Stimmrecht oder das Recht auf die Ausschüttung der Aktionärsdividende. Beim Kauf eines Token über ein ICO haben Sie keine Rechte oder Pflichten. Falls Sie sich einen Utility-Token zulegen, haben Sie Zugang zu bestimmten Netzwerken, zu bestimmten Dienstleistungen und zu bestimmten Plattformen. Nachdem das ICO im Jahre 2017 seine Glanzzeit durchlebt hatte, war es Zeit für das STO im Jahre 2018 Platz zu machen. Hierbei handelt es sich um das Security Token Offering, welches für Blockchain-Investoren eine sehr viel sicherere Maßnahme darstellt. Im Prinzip ist es aber dasselbe wie das ICO. Man kauft bei einem Angebot eine bestimmte Anzahl an Token, diese können gehandelt werden, weiterverkauft oder auch gehalten werden. Nur besteht der Unterschied darin, dass es sich bei diesen Token um Wertpapier-Token handelt. Das bedeutet, sie haben einen echten Finanztitel. Also müssen diese Token abgesichert werden durch Vermögensgegenstände, Gewinne oder Einnahmen an Unternehmen. Alles, was einen Wert darstellt. Um aber zu verstehen, was ein Security-Token ist, ist es erstmal relevant zu verstehen, was Wertpapiere überhaupt sind. Bei Wertpapieren handelt es sich um einen finanziellen Vermögenswert, der sowohl handelbar als auch werthaltig ist. Gängige Beispiele hierfür sind zum Beispiel Anleihen, Aktien oder derivative Produkte. Weitgehend ist hier eine Unterteilung zwischen Aktien und Schuldverschreibungen sehr sinnvoll. Beteiligungspapiere wie Aktien stellen Eigentumsrechte an Unternehmen dar. Schuldverschreibungen hingegen stellen geliehenes Geld dar, welches an den Inhaber des Wertpapieres zurückgezahlt werden muss. Nachdem jetzt klargemacht wurde, was Security Tokens sind, kann man auch klarstellen, was Security Token Offerings, also das STO, darstellt. Security Token Offerings, also STOs, entwickeln sich zu einer sehr wertvollen Alternative zur Private Equity und Venture Capital Finanzierung. Die Unternehmen, die Kapital wollen, sind bei STOs genau richtig. Einfachheitshalber könnte man fast behaupten, dass STOs rechtskonforme ICOs sind. Wie ich gerade bereits erwähnte, handelt es sich hier um Wertpapiere. Diese stellen einen tatsächlich existierenden Vermögenswert dar. Dieser wird in Form von Aktien, Anleihen, verwalteten Vermögenstrusts und so weiter dargestellt. Traditionell geht der Kauf eines Wertpapiers dann so weiter, dass der Rest der Operation auf dem Papier fertiggestellt wird. Nun, beim Security Token funktioniert das eigentlich genau gleich, bis auf einen kleinen Unterschied. Der Unterschied besteht darin, dass der Eigentum über eine Blockchain-Transaktion bestätigt wird. Wertpapier-Token bringen einem Investoren sehr viele finanzielle Rechte, wie beispielsweise das Eigenkapital, die Gewinndividenden, die Einkommensanteile, die Stimmabgaben und der Zugang zu vielen anderen verschiedenen Investitionsmechanismen. Der STO-Ansatz kann Konformitäts- und Lizenzanforderungen in Bezug auf Wertpapiergesetze lösen. Der Token kann als E-Geld, Zahlungsdienst oder alternative Anlageform bezeichnet werden. Um Ihren Token zu definieren, sollten Sie ihn analysieren. Wenn er sich dann als Wertpapier herausstellt, fällt er in den Zuständigkeitsbereich der SEC. Auch sehr wichtig zu berücksichtigen ist, dass es verschiedene Bundes- und Landesgesetze bezüglich der Wertpapiere gibt. Staatsgesetze sind bekannt als Blue-Sky-Gesetze, die dann gelten, wenn bestimmte Staatsgesetze erfüllt wurden. Was macht STOs für Geschäftsinhaber so attraktiv? Ein Aspekt, der hierbei eine sehr große Rolle spielt, ist der Zugang zum globalen Kapital. In der Vergangenheit war der Zugang zu ausländischen Investoren nur etwas, was etablierten Unternehmen gewährt wurde, da die sich die rechtlichen und anderen Kosten, die damit zusammenhängen, auch leisten konnten. Sicherheitstoken-Angebote sind aber nicht durch irgendwelche Grenzen begrenzt. Das bedeutet, dass sowohl große als auch kleine Unternehmen die Chance haben, sich übers Internet präsentieren zu können. Die Auswirkungen dieses Phänomens gab es auch schon beim ICO-Boom zu sehen. Die Dienstleister unterstützen Unternehmen bei der Vermarktung der Angebote in ausländischen Märkten in verschiedenen Sprachen. Startups und Wachstumsunternehmen haben so Zugang zu einem tieferen Finanzierungspool. Was Geschäftsinhabern auch sehr gefallen hat, waren die neuen Wege der Vermarktung des Angebots. Ursprünglich beinhalteten Fundraising-Kampagnen im globalen Umfeld fast unbegrenzte Preise mit großer Komplexität. Die Auseinandersetzungen mit den Wertpapiergesetzen und die Notwendigkeit von Sprachübersetzungen sorgten ebenfalls sehr für Probleme. Die Einführung der ICO-Dienste und der Tools für die Unterstützung der globalen Token-Angebote wurde dann entwickelt, um alles zu vereinfachen. Die Werbung in mehreren Sprachen machte vieles sehr viel einfacher und die Techniken für Bounty-Programme gaben die Möglichkeit, Menschen rund um den Globus belohnen zu können. Als Gegenleistung haben diese dann dafür Aufgaben erfüllen können. Ein weiterer Vorteil, der für Geschäftsinhaber sehr attraktiv ist, ist die Tatsache, dass es bessere Konditionen bietet. Das STO ist im Vergleich der Kapitalaufnahme zum VCs mit besseren Konditionen ausgestattet. In dem Unternehmen müssen nicht die Kontrolle über die Unternehmen oder die Sitze im Vorstand verzichtet werden.
Das Führungsteam kann so Geschäftsentscheidungen treffen, ohne das Risiko zu haben, aus dem eigenen Unternehmen entfernt zu werden. Die Unternehmen können bei EQT STO Stammaktien anstelle von Vorzugsaktien verkaufen. Das Management und auch die Stammaktionäre haben so einen höheren Prozentsatz, um an den Unternehmen gehalten zu werden. Dem Inhaber einer Stammaktie werden Token-Dividendenrechte gewährt. Bei einem STO können sie das durchführen, ohne dem Investoren irgendwelche Stimmrechte geben zu müssen. Das STO erhöht sich bei besseren Bewertungen. Nehmen wir mal an, Sie beschaffen sich Kapital aus dem globalen Investor-Tool mit den traditionellen Mitteln. Hierfür müssten Sie in jedem Land, in dem jemand investieren will, einen neuen Anwalt beauftragen. Bei Sicherheitstoken beseitigen Sie diese Anforderung, da die Compliance in den Token mit integriert ist. Zu guter Letzt sind STOs auch deswegen beliebt, weil sie nicht nur als einfache und herkömmliche Sicherheitslösungen dienen, sondern weil sie auch einen Mehrwert generieren können. Das können Sie beispielsweise durch die Integration mit Utility-Token in Security-Token. Dadurch wird dann ein Mehrwert generiert. Ein Beispiel hierfür ist das Hotel Crypto, bei dem Sicherheitstoken herausgegeben werden. Kunden des Hotels, die die Token gekauft haben, bekommen dann einen Rabatt von 10% auf den Zimmerpreis. Worauf ich hier hinaus möchte, ist, dass man mit tokenisierten Angeboten sehr viel Spielraum hat, was die Angebote angeht. Ein weiteres Beispiel hierfür ist ein Unternehmen, der den Kunden, die Token länger als 3 Jahre besitzen, Vorteile mit finanziellem Wert anbieten, wie beispielsweise günstigere Mahlzeiten, eine Spa-Behandlung oder reduzierte Zimmerpreise. Nichtsdestotrotz birgt das STO einige Gefahren. Zwar gibt es genügend Vorteile, doch dennoch ist diese Kapitalbeschaffung nicht für jeden geeignet. STOs sind nämlich gerade noch in der Entstehungsphase. Das erste STO liegt gerade mal 2 Jahre zurück, deswegen gibt es keinen Präzedenzfall, auf den verwiesen werden kann. Außerdem muss ohne den Nutzen der Zeit immer noch die Erkenntnis darüber gewonnen werden, wie ein STO langfristig funktionieren soll. Des Weiteren können Regulierungsbehörden jederzeit Compliance-Regelungen einführen. Genauere Überprüfungen der Sicherheitsmarken können die Einhaltung der Vorschriften auch zusätzlich belasten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich einige Vorteile bezüglich der STOs und der Security-Token. Die Sicherheitstoken erfordern nämlich beispielsweise Regulierungen für Projekte, die Mittel aufbringen, wodurch hoffentlich die Legitimität erhöht wird. Dadurch sollen nämlich betrügerische Projekte, die versuchen, Geld zu sammeln, verringert werden. Anforderungen an die Beschaffung an Millionen von Euro für die Investitionen sollen zusätzlich noch ein Filter sein, um böswillige Akteure mit zu überschwemmen. Die STOs können auch die aktuellen Sicherheitsmärkte wieder beleben, wenn es so weitergeht. Prognosen nach kann davon ausgegangen werden, dass die STOs die Blockchain-Märkte im Jahr 2019 völlig dominieren werden. Die Regulierungen bieten den Anlegern eine gewisse Sicherheit. Neue Anleger haben also die Möglichkeit, in den Markt einzusteigen, während alten Anlegern eine regulierte Sicherheit Vertrauen geben wird. Blockchain-basierende Token verleihen den Investoren ein rechtliches Gewicht, das bisher einfach gefehlt hat. Die Investierenden bekommen also so Prüfungen und Rechte, die ihnen zustehen. So viel dazu. Klickt hier, um ein anderes Video zu sehen. Schaut außerdem auf unserer Webseite vorbei für genauere Informationen. Vergesst außerdem nicht, uns zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Okay. Ich danke euch fürs Zuschauen und viel Glück bei eurem Vorhaben.